als ob es schon wieder einfach funktioniert. Das ist ja krass. Ja, moin, neues Team. Ich bin wieder ein bisschen zu spät, weil ich noch andere Sachen musste. Und in der Zwischenzeit sind aber Dom und Fluff online gekommen. Das heißt, ich bin hoffentlich heute mit beiden wieder am Start. Und ja, fort Woche 3, I guess. Und wir kriegen dann noch Genokio. Okay. Alles wie immer. Und ich habe irgendwie die Treasure schon abgeschlossen. Ich verstehe nicht ganz wie, aber habe ich gemacht. Gucken wir mal, dass die gleich da sind. Hoffentlich. Möchte ich das nicht alleine machen. So, was war das jetzt? 86er. 86? 86. Da. Dann machen wir aber gleich schon mal Eliminator in der Zeit. So. Easy. Ich frag mich gerade, Moment mal. Die Treasure Chest steht ja hier, meine ich. Vom Bild her. Nicht hier, sondern da oben an dem Platz. Ich spawn mich hier gleich im Eliminator hin. Ja, da steht sie. Ich will mal gucken, ob die im Eliminator auch da ist und ob ich sie dann einsammeln kann. Ah, das ist weg, ich glaube nicht. Na, mal gucken. Ich spawn mich gleich genau hier hin. Wenn sie da ist, wäre wild. Imagine. Ich habe hier noch so auf meinem Nacken 12 Pickel, die absolut nicht gönnen. Aber es ist... Hier sieht es gerade schlimm aus, aber ansonsten wird es hier besser, finde ich. Ah, egal, juckt auch keinen. So, ich spawn mich direkt da. Ich sollte auch mal das anmachen. Moin Emil. Zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet, glaube ich. Herr Agner. Soll ich meinen Channel summen? Oh, und direkt die Birdie da unten. Pock. Aber sieht nicht so aus, als ob die Kiste hier wäre. Schade. War auch irgendwie ein dummer Test. Eigentlich hätte man sich denken können, dass sie da nicht ist. Aber bei Forza weiß man ja nie. Ich meine, selbst wenn, was würde passieren? Okay, ich würde die... Was sind das? 100 Punkte? Halt so jetzt im Eliminator bekommen, aber keine Ahnung. Man muss ja Sachen ausprobieren, I guess. Ah, ich drück alles, nur nicht das, was ich drücken muss. Gut, dass ich das Overlay habe. Wo muss ich denn da hin? Okay, die Hairpins da links. Oh Gott. Oh Gott. Genug Schwung sollte da eigentlich hier easy hochkommen, auch mit Heckantrieb.
Da sind zu viele Steine. Muss ich hier weiter links. Komm schon. Ich meine, ja, wird nicht sonderlich knapp mit dem, glaube ich, aber... Wenn ich jetzt hier abrutsche, wäre blöd. Ist er gegen den Stein gefahren? Wir sind oben. Penhell. Möchten Sie mir gleich in dem Sprachkanal beitreten, Herr Emilsson? Als ob Snip jetzt schon nach 2 Minuten tot ist. Sorry, 6 Minuten. What the fuck? Snip ist für nichts zu gebrauchen eigentlich. Kann ich es auch sein lassen mit dem Einblenden, aber ich will's haben. Hey Bube. Komm, komm, komm. Ja, das kannst du machen, wenn ich mit dem Lintate durch bin. Dann kannst du gerne beitreten. Oh Gott. Woran hänge ich? Okay, gucke ich gleich. So. Immerhin komme ich hier jetzt easy runter. Oh Gott, so viel zu easy. So viel zu easy. Komm, jetzt irgendwas, was nicht der Ferrari P4 ist. Kann ich hier in der Wüste nicht gebrauchen. Tracker, das ist okay. Nee, ich, oder wird sich nebenbei wahrscheinlich ergeben, aber ich mach Seasonal Playlists, also die Championships und so weiter. Und ich sehe, da ist ein Flochtorf und Discord hat keinen Bock, Emil zu ziehen. Da ist Emil, moin. Moin. Wir waren gerade voll in der Konversation. Ja, dann führt sehr sie einfach fort. Versteht ihr, weil vor Saturn und so. Unterhalten. Dann unterhaltet euch einfach weiter. Nee, jetzt sind wir live. Ja, dann kommt hier mal endlich Qualität in den Stream. Hattest du doch schon mit deinen... Die Akne ist Qualität? Ja. Wie man es nimmt, ne? Dann machst du den Stream an und was kommt als erstes? Ich habe hier 2 Pickel. Digga, das brennt halt voll, weil das T-Shirt da so drauf liegt. T-Shirt ausziehen. Ah! Yeah. Und dann gebannt werden.
Aber ich habe genug geredet für heute. Nein. Ah! Oh Gott! Als ob ich das verliere. Oh, GG. Reich. Ja. Man muss ja auch nicht immer über das Ziel hinausschießen. So. Emil, Emilson, Floffdorf. Und... Diesmal S1. Für Assans. Die lassen wir fürs Wochenende. Damit du was zu tun hast. Ja. Kannst ja für mich eine Trackmap von Daytona animieren. War nur nicht zu tun. Nehmen kein Ende. Ah, ich mach's ja gern. Vor allem, ich habe heute erfahren, ich darf nächste Woche Samstag arbeiten. Ist das nicht geil? Ja. So, bis 23 Uhr Daytona fahren und dann am nächsten Tag wieder arbeiten. Du bist noch nicht jung, warum willst du das noch aus? Ja, motiviert trotzdem nicht. Vor allem für fucking Frühstück. Also... quasi Frühstück für Kunden. So. Wir haben eh keine Parkplätze, weil wir so überschwemmt sind. Wo sollen die denn parken? Überschwemmt? Dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Aber hey, das sieht ja gut aus. Endlich Ware zum Verkaufen, dass wir nicht mehr in die Werkstatt rein und rauskommen. Das ist nebensächlich. Egal. Hat's bei euch denn heute auch geschneit? Ich sag bei Emil ja, bei Floffdorf sowieso. Bei Emil nein. Was? Oder du wohnst doch woanders, als ich es gerade im Kopf hatte. Nee, Stuttgart. Ist doch Baden-Württemberg, oder? Ja. Dann war ich sogar richtig. Ich hätte gedacht, der hätte es dann auch geschneit. Ja, drei Flocken in vier Reihen, also. Schnee will ich da jetzt nicht zu sagen. Bei uns war wirklich Schnee. Der lag auch bis, keine Ahnung, 3 Uhr oder so, 2, 3 Uhr. Ich habe nur von meiner Nichte gehört, die wohnt dort in City und arbeitet da auch. Fußweg 15 Minuten bis zur Arbeit. Die hat heute 2 Stunden gebraucht. Keine Ahnung. Es lag schon wirklich Schnee. Nein, das war so. Ach, das ist wieder B700. Das Ding ist, ich war aber voll glücklich in dem Sinne heute Morgen. Weil ich hatte gestern, als ich nach Hause kam, nach der Schule, mein Auto war von... also die Scheibe war von innen gefroren. So, ne? Okay, passiert. Weil gerade bei meinem Auto kann ich das schon. Dann habe ich den warm laufen lassen, damit die Scheiben frei werden. Habe nebenbei so ein bisschen was anderes gemacht am Auto, um die frei zu kriegen. Habe die Salzsäcke, die ich drin habe, ausgetauscht. Ich habe die hochgehoben vom Dashboard und da war einfach ein halber See drunter. So viel Wasser haben die wieder aufgezogen in 2 Wochen. Ich habe die vor 2 Wochen das erste Mal trockenlegen müssen überhaupt, nach einem halben Jahr oder so. Jetzt haben die in 2 Wochen mehr gezogen als davor. Hab die anderen reingelegt und hab dann diese hier,
Wie heißen die Folien? Du weißt, diese Folien, die man auf die Windschutzscheibe macht, damit es nicht friert. Und es war komplett frei, das Auto. Ich musste den Steh runterschieben, okay. Aber klare Sicht, ich hätte damit gerechnet, ich darf erstmal Eis kratzen, darf dann erstmal warten, bis die Scheiben von innen frei sind. Bin extra 5 oder 7 Minuten früher rausgegangen. Gar nicht, ich konnte einfach fahren. Wenn ich mein Auto aus der Garage hole, dann auch. Jedes Mal das Gleiche. Ja, aus der Garage. Imagine. Imagine eine Garage haben, wo ein Auto drin steht und nicht 500.000 andere Dinge. Ich hab nicht so viele Dinge. Wir schon. Und jetzt auch ein Werkzeugkasten. Ich sollte die Folie dann aber auch gleich wieder drauf machen, fällt mir auch nicht, dass ich das später noch vergesse. Wäre schlecht. Weißt du was, bevor ich das vergesse, weil ich sonst komplett vergessen werde? Machst du das jetzt sofort. Richtig. In der Zeit kann Flochtoff ja auch noch seine Sachen fertig machen. Ich wette, du machst Eliminator. Ich krieg keine Antwort. Flochtoff ist gar nicht mehr da. Flochtoff ist gestorben. Richtig. Ah. Ja, was jetzt richtig? Du bist gestorben oder du machst Eliminator? Du kriegst keine Antwort. Oh. Bis gleich. Bis gleich. Da ist dem sein Auto wichtiger als wir. Ja, so ein professioneller Streamer ist das. Und das ist dann einfach allein. Du müsst ja noch anfangen zu essen gleich. Ja. Macht er die Cam wieder groß, während er isst und zeigt uns seine Habt ihr auch Hunger? Hier, guckt mal. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Die Scheibe ist schon ein bisschen beschlagen von ihm. Ich hoffe mal, es friert nicht zu. Gerade läuft mein Dings. Daytona-Trail. Ich dachte, jetzt sollte erst Freitag kommen. Planung.
So. Dann ist das auch durch. Perfekt. Ford AWD A800. Wollt ihr gleich zuerst das Rennen für den Forza schon machen oder Trial oder gar nicht? Egal. Das Rennen habe ich schon für den Forza. War egal. Floch sagt eh egal. Forza. Aber es gibt heute doch ein Renault Clio. Für jeden einen oder müssen wir uns den teilen? Was willst du denn bei einem Clio noch teilen? Dann hast du doch irgendwann gar nichts mehr. Haben wir denn überhaupt noch so? Ford RS 500. RS 500? Was ist ein RS 500? Und Sierra. Ah, Coswell. Warum sagen sie nicht Sierra? Warum RS 500? Brauchst du noch Langflosche? Keine Ahnung. Also lohnt sich für mich noch in die Garage zu gehen. Ja, Fragezeichen. Ausrufezeichen. Wo waren?
Gefühl leckt das Tuning-Menü schon wieder mehr als vorher. Geschenk von Waifu. Nee, das nehme ich nicht an. Oha, das muss schon was heißen. Ja, wer sich Waifu nennt. Erinnert mich an jemanden. Aber ich sag's mal. Habe ich tatsächlich einen Levy vergessen. Was soll denn das? Ist eigentlich nochmal. Ich lasse es mal dunkel, sieht besser aus. Wow. LOL! What the fuck? Hast du auch ein bisschen Grip? Es geht. Glaube ich. Also, wenn ich gerade nicht durch die Luft fliege, bestimmt. Brauchst du noch eine Einladung oder ist die alte noch da? Ich benutze die eh nie. Das stimmt. Kann nicht funktionieren. War es ein Xbox-Feature, das nicht funktioniert? Klingt für mich nach Layer 8.
Selbst getuned erreiche ich nicht das Ende von meinem Tacho. Sad. Na, wobei, vielleicht. Bergab. 165 Meilen. Komm, so kurz vor den 170. Ah, Sash. Ah, jetzt. Bock. Bergab mit Rückenwind. Ich glaube, du spielst einfach schon mal die Season durch. Da ist er. Puck. Ich hab das Gefühl, Dom ist wieder schlafen gegangen. Oder dann sonst machen die Uhrzeit. Hätte er sich mal als Neujahrsvorsatz nehmen sollen. Hält man so, er hat sich das Gegenteil vornehmen sollen, weil Neujahresvorsatz hält man eh nicht an. Das ist Dongs Denken. Neujahresvorsatz, noch mehr Alkohol trinken. Eggenberger Motorsport.
Ah. Jetzt kommt Lino sein Lieblingsrennen. Es klingt ironisch, aber ich wüsste gerade nicht mal, welches du meinst. Ich überlege gerade, aber. Zweiter Schneemann. Seelenverwandter. Ja. Reserve, ach so. Ich mag ihn ja nicht. Floftoff based unterwegs, die KI alle auf Stock API. Ja, nur traurig, wenn Floftoff jetzt gewinnt. Zutrauen würde ich ihm. Ja. Ich dachte, wir haben eine Regel, Nino. Ach so, habe ich jetzt vergessen. Hey. Nächstes Rennen. Also nächste Mal schon. Jetzt habe ich mal die Möglichkeit, einen RS 500 aufzubauen, okay. Ja, super, wer hat mich denn da weggedrängt? Die KI hat Bock. Kann ich mal geradeaus? Nee, war nicht die KI, war ein blauer. Ich habe keinen weggedrängt. Und ich hab's auf Kamera. Oder warst du derjenige, der sich da irgendwie zwischen mir und 5 Autos vorbeischieben wollte? Nee. Eigentlich nicht. Dann weiß das, weiß man nicht. Vorderachse aber irgendwie nicht so wie ich.
Ja, Mann, dazu ein 510. Den wollte ich haben. Ist auch geil. Ich hatte, oder wir hatten uns gestern in der Schule mit unserem Klassenlehrer so ein bisschen über halt Schule unterhalten, weil so viel ausgefallen ist und wegen Zwischenprüfungen und allem. Und da hat er dann gesagt, oder hatte einer aus meiner Klasse gefragt, wann denn so ungefähr die Prüfung anstehen, weil wir bisher noch keine Einladung bekommen haben. Und dann meinte er so, ja, irgendwann, wahrscheinlich gegen Mai. Und dann ist mir heute eingefallen, ey, im Mai bin ich beim 24-Stunden-Rennen. Da bin ich eigentlich eine Woche nicht da. Stell mir vor, jetzt kommt die Einladung und dann irgendwie 18. Mai Prüfung. Wäre irgendwie ein bisschen blöd. Danke. What the fuck war das denn? Das sah sehr interessant aus meiner Perspektive. Egal, die holen wir. Nee, Antonia lässt mich nicht. Let's go. Wir machen einen Abflug. Breakfast. Ich glaube, die checken nicht, dass Kurven normal fahren tatsächlich auch mal schneller sein kann in einem Forse. So, man kann doch immer gegen die Wand klatschen. Schnell aus der Schussbahn, aus. Emil. Nein, keine Chance. F. Der dritte kommt auch noch dahinterher. No. Erstmal noch ein Flügel abgerissen auf der Stadtzie. Auf der Zielbahn. Start, wo ist Start? Aber alle drei im Grunde genommen, ne? Aktive Aerodynamik. Bremsen, da hinten kommt doch eine Wand. Ah, entspannt. Nur einmal genießt, ich bin krank. Richtig gemacht. Er hat sich aus seinem rausgehalten. Ja. Renault Clio, cool. Win a dirt race in the F-150 Raptor. Ja, ich brauche aber ein Cross-Country. Frech. Fast den Clio erstmal wieder gelöscht. Entspannt. Ich würde vorschlagen, als nächstes das Rennen für den Forzerton und vielleicht noch das Rennen für die Daily? Fragezeichen. Was ist Daily? Auch F-150, aber Dirt Race. Okay. Win any cross country, win a Dirt Race. Machst du noch die Dailies immer? Ja. Okay.
Oder seid ihr da so sehr von abgeneigt gerade, die mitzumachen? Weil... Mhm. Was braucht man dann? Kann man einen 9 Sterne Trailblazer machen, dann 100... Skillscore. Kann man ja auch im Rennen. Ich starte, ne? Ja. Ich hab den nur Serie. Boah, mir fällt gerade ein. In FH3 der Forsaton, ne? Da, der letzte Forsaton, der kam, war ja dann so ein, ich sag mal, gigantischer. Mit so ultra vielen Sachen, die man machen, oder super vielen Skills, die man machen musste, um den abzuschließen. Stell dir mal vor, die hätten bei FH4 als letzte Playlist, anstatt dass sich das immer wieder wiederholt, hätten die als letzte Playlist sowas reingepackt, wo man, keine Ahnung, 100 Meisterschaften und, keine Ahnung, 10 Forsatons und Imagine. Wäre zum Glück gar nicht mehr viel. Horizon 3 dann irgendwie mit 1000 Schneemänner umfahren und sowas? Ja, sowas. Und 15.000 Känguru-Skills oder 5.000. Auf jeden Fall in einem sehr hohen Bereich. Kann man abschließen, muss man aber nicht. I-800 slap me. Mhm. Imagine für eine Kurve bremsen müssen. Ja, hier sind keine Wände. Man muss ab und zu bremsen, ne? Nicht mit der Leistung von mir und Fluffdorf. LOL. Hä? Du bist gerade einfach durch die KI durchgefahren. Ich oder Fluffdorf? Fluffdorf. Ich guck nach hinten, sehe ich den roten Truck, auf einmal ghostet so ein Fluffdorf aus mir. Ja. Das ist wahrer Skill. God Mode activated. Guck dir diesen Idioten an, er nimmt den Sprung. KI ist so dumm. Der Kurve kann ich nichts anfangen. Läuft doch schon. Au, au! Schieb dich mal ein bisschen. Danke. Sad.
Unstoppable Complete. Macht man denn am schnellsten Trailblazer-Sterne mit dem? Ist das überhaupt noch ein Stern? Es ist ein Stern, cool. Trailblazer. Der ist kacke. Och, schon wieder nur 2 Sterne. Ich wette, 3 Sterne geht bei dem Trailblazer mit dem Auto.
Und so. Ja. Gut. Gut zu wissen. Selbst? Ja. Noch 6/10. Ich brauche 9 Sterne. A gift from Minion Man 6998. Nee. Oh. Okay, ich hab's auch schon. Flotter, wie weit bist du? Fertig. Warum frage ich überhaupt? Ich starte dann noch ein Dirt Race, ne? Gleich so. Jupp. Ist immer noch so bitter, dass mir eine einzige Daily fehlt. Eine. Und ich sogar wusste, dass sie da ist. Und nur ich dachte, ich hätte sie gemacht, aber ich habe sie nicht gemacht. Jede Serie ist bisher Gold, außer ein, und da fehlt ein fucking Punkt. Und das war noch vor Hot Wheels. Nach Hot Wheels wäre es ja egal gewesen, dann wäre es trotzdem Gold. Ich glaube, bei FA5 habe ich keine einzige auf Gold. Weißt du, in FA4 war ich so, dass ich da Sachen ausgelassen habe. In FA5 dachte ich mir so bisher, nee. Die 5 Minuten pro Woche dann nochmal extra. Kann man, glaube ich, mitnehmen. Könnte man machen, wenn man Lust drauf hat. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich meine, ich spiele Forza in dem Sinne noch aktiv. Ich spiele es auch so außerhalb der Streams hier und da noch. Aber ich weiß nicht, warum ich immer alles 100% mache, wenn du spielst. Das hat eigentlich keinen Grund. Es ist nicht so, dass ich das so, ich sag mal, grinde wie in FA4, oder? Ja, ich habe in FA4 auch nicht gegrindet. Ich habe alles Mögliche einfach nur gemacht. Da hat sich das ergeben, dass man nebenbei so die Dailies und Seasonals macht. Wie lange machen wir die Streams jetzt eigentlich schon? 4 Jahre? Nee. Doch, oder? 2019. Ich glaube, ich habe ja 3,5 Jahre so ungefähr. Boah. Ist schon krass. Ich guck gleich mal, wann der erste Stream war. So, weg damit. Das. Und Snip kommt mal wieder nicht hinterher. Das ist generell krass. So, weißt du, wenn du sagst 2018 ist irgendwas passiert, ist egal was. 2018 so. Ich finde, das kommt mir noch gar nicht so lang hervor, aber es sind halt 5 Jahre. Ja. 5 Jahre. Ah, die KI. Moin, Emil. Moin.
weiß auch noch, wie ich zum Beispiel am Anfang der Ausbildung, weil ich weiß nicht, warum ich das manchmal mache, ist generell so. Ich habe mehr oder weniger ausgerechnet, wie viel Jahre du bis zur Rente arbeiten musst. Richtig, nee. So wie viel, ich sag mal, Prozent ich von dem Jahr, vom ersten Ausbildungsjahr und so, geschafft habe, weißt du, so einfach, um für mich ein Bild zu haben. Aber rückblickend eigentlich voll, weil ich bin jetzt fucking anderthalb Jahre in der Ausbildung und es fühlt sich nicht nach anderthalb Jahren an. Nicht, weil die Arbeit so geil ist, sondern einfach, weil irgendwie die Zeit so viel schneller vergeht. Oder weil du dich im Rückblickenden einfach an nichts erinnern kannst, weil nichts Nennenswertes passiert ist, außer so ein paar Dinge. Eins von beiden wird sein. Ja, kann gut sein. Ja gut, ich meine, ich habe mehr Spaß auf der Arbeit, als ich, glaube ich, jemals in der Schule hatte. Aber trotzdem. Ich bin auch gestern. Bin ich wieder so durch alte Videos gegangen. Mache ich ab und zu, damit ich halt so einen Überblick habe, was ich schon wie verwendet habe. Weil ich möchte ja auch nicht, dass jedes Video gleich ist am Ende. Hatte ich vor allem jetzt mit den Trailern für Daytona. Dass ich so ein bisschen gestruggelt habe, weil ich was Neues machen wollte. Was ich abhebe von dem letzten Mal und nicht wieder das gleiche ist. Da habe ich auch bei vielen Dingen gedacht, boah, warte mal, das war da auch noch und das auch noch und also so richtig viel, was da noch hinzukam. Oder was ich schon wieder verdrängt habe über die Zeit. Und auch generell Videos oder so, ich sag mal bessere Videos, Trailer, Cinematics und so weiter, mache ich jetzt auch schon seit in Racerum seit 2 Jahren fast. Das ist schon krass, 2 Jahre einfach. Bin immer noch nicht viel besser am Fahren. Nein. Seit knapp 2 Jahren. Und mein erstes Cinematic an sich mit Forza habe ich auch vor 2,5 Jahren dann gemacht. 2,5, vielleicht knapp 3. So. Welches war das erste? FH4 Fanmade Trailer. War, glaube ich, das erste. So. Ich gehe jetzt mal kurz auf meinen Kanal. Nee, nicht YouTube Studio. Mann. Your Channel. So. Playlist. Ich kann ja auch mal gucken, wann ich dann das erste Forza Horizon 4 Streams und Carpons und Cinematics. Ach nee, ich hatte vor den. Also mein erstes. Oh Gott, nein. Nein. Das war scheiße. Meinen ersten Carpon habe ich gemacht vor 3 Jahren. 28. März 2019. Das sind bald dann auch. Was? 4 Jahre? What the fuck? Hilfe. Die waren sogar, finde ich, ganz okay. Vor allem, weil es so die ersten Sachen waren. Und mein erstes Cinematic war richtig scheiße. Dieses Street is the Warzone. Ich glaube, ihr habt das nicht gesehen. Ey, Dommer hat es gesehen. Vielleicht halt. Aber das war 1. Januar 2020. Ach du Scheiße, gut ins Jahr gestartet. Das war richtig scheiße, finde ich. Also, es war, ne, das erste Mal, muss man ja auch das Bild sehen, aber ich kann es mir nicht mehr angucken. So, nicht gut geschnitten und keine Storyline, der man dann nachfolgen kann und auch selbst bevor es nicht sonderlich gut gedreht und ja. Aber das nächste fand ich war ziemlich gut, das war dann FH4 Fanmade Trailer. Mit dem bin ich immer noch zufrieden. Und das war 11. März 2020. Sind zwar auch einige Dinge, die ich anders machen würde heutzutage, logischerweise, aber
Ja gut, aber das bleibt ja nicht aus. Ne? Ja, natürlich, vor allem vor 3 Jahren. Und zweite Cinematic überhaupt. Und wenn man irgendwann manche Sachen anders machen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass es besser wäre. Das stimmt. Aber in dem Fall glaube ich schon. Ja, es war... War aber schon ganz okay, glaube ich. Das kann ich mir angucken. Was kam als nächstes? Das nächste war My Story of Forza Horizon 4. War ganz okay. Dann Need for Speed Pro Speed 2. Fand ich, hatte sogar ziemlich viele coole Sachen drin. Hatte ich dann ja auch nochmal, ich sag mal, remastered. Wollt ihr als nächstes Event Lab machen oder Seasonal Championships? Kurze Frage. Event Lab. Okay. Wann kam das eigentlich raus? Das war irgendwann im Sommer, glaube ich. Ja, nicht ganz. 13. April. So, ich starte dann hier. Dings. 13.400 Aufrufe. Habe ich nicht mit allen meinen Videos zusammen. Ich habe auf dem Racing-Channel knapp 32.000 Aufrufe gesagt. Habe ich letztens ausgerechnet. Just a Normal Forza Horizon 4 Lego Cinematic. Finde ich immer noch gewillt, das Video. Flofftoff wird's hassen. Er hat schon gehasst, dass er deine Senna in Lego fahren musste. Das werde ich nie vergessen. Aber es hat sich gelohnt. Ich finde das Video wild. Und FH5 Trailer. 8. August 2020. Den fand ich aber auch visuell ziemlich gut gemacht dann. War das der, wo ich auch mit bei war? Boah. Gut. Und Peter auch sogar? Gute Frage. Und Elvinko und keine Ahnung? Nee, das war Goodbye Forza Horizon 4. Ach ja, okay. Das kam... Wann kam denn das? Da. Es ist erst 1. August 2021. Und am 21. Februar 2021 kam der erste Racing-Trailer. Und ich sehe gerade, der erste Livestream 13. September 2019, also vor 3,5 Jahren. Über einen Daumen gerechnet. Oh, sorry. Mein Thema. Stehe nur im Weg, merke ich. Oh Gott, hier wird's viel enger. Hallo Flofftoff, hallo Flofftoff. Oh lol, what the fuck? Aber es ist auch krass, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Corona ist vor knapp 3 Jahren aufgetaucht. Und jetzt ist es aber auch schon wieder so, es ist weder irgendwo präsent, noch juckt es irgendwen. Ja, es gibt hier und da noch irgendwelche Verordnungen. Juckt aber auch keinen mehr, ne? Also das Thema ist komplett durch. Ist vielleicht auch besser so, aber trotzdem. Hast du Corona gehabt? Nee. Ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Ich frage mich immer noch, wie ich das nicht bekommen habe, als meine Mutter es hatte, aber...
oder ich hatte es irgendwann mal und noch bevor das. Ich weiß noch, als Kona relativ neu war und das noch gar nicht so groß war, dass ich da eine Zeit lang oder eine kurze Zeit wirklich extrem flach lag. Ja, ich auch. Als es gerade rauskam, hatte ich eine extreme Grippe. Ja. Und normalerweise hatte ich eigentlich nie Grippe oder sowas. Deswegen. Aber ich glaube nicht, dass. Bei mir wurden auch keine. Als ob du da immer noch hängst. What the fuck? Kannst du dich nicht zurücksetzen? Weiß ich nicht. Über das Pausemenü? Wäre ja langweilig. Ah. Soll ich vorm Ziel warten, damit du noch ein bisschen mehr Zeit hast? Ja. Okay. Muss ich gleich aufpassen, nicht zu weit zu fahren. Emil klaut sich ja gleich den Sieg. Auf jeden Fall. Jetzt klopft auf Erlösen. Ey, er klaut sich wirklich den Sieg. Glaubst du, ich fahre da hinten rein, wie sonst? Frech. Bist du wenigstens freigekommen, Flofthof? Nee. Ach, alles wertlos. Licht gebaut. Sah aber wild aus, wie du auf einmal auf den Curb so. Naja, so immerhin nur A und S1 Meisterschaften ab jetzt, ne? Ey, das wird lustig. Immerhin mal was, wo Flofthof nicht einschläft, oder? Mir haben 4 XP gefehlt zu 226. Fuck. Das war gerade interessant. Zuerst Dirt oder zuerst Cross Country? Da sind wir uns ja einig. Cross Country. Cross Country. Ich starte. Und diesmal denke ich auch dran, ein serienmäßiges Fahrzeug zu nehmen. Das ist nur die Frage, welches. Ich habe nur eins. Nimmst du einen Brocky oder was nimmst du für Fluffstoff? Das, was ich hier zur Auswahl habe. Leihst du dir ein Auto? Ne. Ach, scheiß drauf, nehme ich halt den. Auch wenn du Brocky nimmst, hast du eh einen Vorteil. Und wenn nicht, dann auch, weil du besser bist als ich. Geises. Oh, gesponsert von Makita. Pock. Oh, gute Entscheidung.
Wie geil das von vorne aussieht. Moin. Jetzt hat sich Flocht durch Emil durch. Ja, habe ich auch gemerkt. Warum habe ich hier keine Leistung? Und warum hat Flofftoff Leistung? Ich rutsche am Checkpoint vorbei, oder? Ah, fast. Bin trotzdem letzter. Okay, das sieht sehr interessant aus mit der KI. Ah, OP-Routen. Aha. Irgendwie wirkt die gar nicht so OP. Okay, ich nehm's zurück. Hast du die Kurve diesmal hinbekommen, Emil? Ja. Ey. Das war nicht gut, aber ich hab's hingekriegt. Ist doch schon mal was.
ein Superman. By the numbers complete. Ford AWD 800. Gib ihm. Dirt. Lädt er bei euch irgendwas? Nein. Jetzt diesmal. Mein einziges Serienfahrzeug ist ein Ford Focus RS mit 702. Nimm Floftoff einen Focus RS mit 702. Natürlich macht Floftoff das. Wenn nicht, dann bin ich jetzt enttäuscht. Ich kenne Fluff. Können wir hier Ketten dran bauen?
Wie habe ich den Checkpoint noch bekommen? No. Sorry. Oh nein. Oh, das könnte jetzt interessant werden. Schlimmste Strecke. Nee. Vielleicht mit dem Auto, ja, aber. Hast du die Wand berührt? Nee. Wild. Oh, wie hab ich... Lol. Im Zweifelsfall einfach blind flott auf hinterherfahren. Vielleicht nicht immer so eine gute...
endlich vorbei. Oh, 1000 Credits. Oh, 30.000. Immerhin 30 mal so gut wie deins bin. I guess. Immer das Positive sehen. Playlist. Ford GT und Unicorn V2. Okay. Habe ich nicht eigentlich... Nee. Keine Ahnung. V2 war der wertvolle, ne? Also der schwarze. Warum werde ich wieder in keine Lobby geladen? Frech. Ah, perfekt. Wo ist das letzte? Damit meine ich ausnahmsweise mal nicht mit. Nicht mich. Reden. Schwierige Sache. S1-Meisterschaft oder? Ist jetzt die S1-Meisterschaft, ja. Und Hot Wheels. Und Hot Wheels. Und Hot Wheels. Genau. Weißt du, was das Schöne ist? Es wird uns die nächsten 2 Jahre weiter begleiten. Mindestens. Wollt ihr euch denn auch Forza Motorsport oder nicht? Ich weiß nicht, ne. Ich warte erst, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder so. Ich habe halt einfach keinen Bedarf für Forza Motorsport, weißt du. Das ist so für mich. Also Forza Motorsport 7 zum Beispiel, ich mag das Handling nicht. Also ich komme in dieses Handling nicht so rein. Und es ist so zwischen Simulation und halt Forza Horizon, dann fehlt der Transitfoto. So zwischen Simulation, aber halt auch Forza Horizon. Mhm. Aber entweder spiele ich eine wirkliche Simulation oder ich spiele Forza Horizon. Ah. Was dazwischen brauche ich halt nicht. Also kein lustiger Horrorfilm.
Ein lustiger, lustiger Film vielleicht. Das ist okay. Ich weiß nicht, zählt The Package als lustiger Horrorfilm? Was sagst du, Flocht? Kenne ich nicht. Achso. Oh, was ist das denn hier wieder? Was soll das Horror sein? Die Bilder an meinem Kopf. Oh Gott, hat er viel Grip. Hilfe. Da habe ich auch gar nicht wirklich die Zeit und Energie für einen Forza-Motorsport. Ich finde, das ist einfach zu viel. So. Ich würde mir auch, Destins für einen PC ist, würde ich mir, glaube ich, keinen Gran Turismo holen. Obwohl ich die Spiele an sich gut finde. Und Gran Turismo 4 auch immer noch ein Spiel ist, was ich wirklich liebe, aber ich würde mir das momentan oder derzeitig nicht holen, weil ich da nicht die Zeit und Energie für habe. Gerade Gran Turismo ist dann so weitläufig. Okay. Ja, dann kannst du ja da trotzdem holen. Du ja. Du musst ja nicht spielen, aber. Richtig. Du kannst irgendwann spielen. Das stimmt. Dass du das schon mal hast. Ja, stimmt, an sich. Auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwann Zeit und Lust für Gran Turismo habe und es gerade ein gutes gibt, dann kann ich auch das spielen. Oder ich kaufe mir dann Gran Turismo 7 im Nachhinein. Für wahrscheinlich weniger Geld. Man muss es erst kaufen und installieren. Muss ich doch. Ach so, dass ich die ganze Zeit auf der Festplatte rumsitzen habe. Ah! Da ist doch eher genug Platz. Das schon. Wobei, ich weiß, wie das ist, wenn man jedes Spiel auf der Festplatte rumsitzen hat, von wegen, ja, vielleicht möchte ich es irgendwann mal spielen. Und dann hast du nicht mehr so viel Platz. Selbst mit so vielen Festplatten? Nein, gut, ich habe ja nicht so viele, ich habe einfach nur ein bisschen größere. Ich könnte auch eigentlich Affector 2 direkt wieder uninstallieren, deinstallieren. Ich habe es noch nicht einmal gestartet. Warum du das geholt hast. Weil es billig war, 5 Euro dafür. Aber auch mit dem vielleicht irgendwas. Sind 10 Euro zu viel. Aber ich glaube, nach dem Le Mans Virtual wird das jetzt erstmal. Naja. Aber jedem Le Mans Virtual schon. Genau, no, das ist doch mir halt mal den Mund aufgemacht. Ja, aber das zwei Serverabstürze gab. War bei den anderen nicht so eigentlich. Das Disconnect gab, ja. Damit, das hat mich auch gar nicht so überrascht, generell. Ja, welcher Sim das jetzt gewesen ist, aber. Ich habe aber auch zum Beispiel, ich glaube fast jedes ACC-DLC, obwohl ich ACC nicht mal fahre, weil ich da einfach immer noch nicht reinkomme. Ich bin überzeugt von diesem Spiel an sich. Und wenn ich irgendwann die Zeit habe, würde ich sie auch da reinstecken. Aber nicht derzeit. Aber ich habe trotzdem. Das ist so ein Spiel, das habe ich wirklich auf der Festplatte liegen im Sinne von, ja, irgendwann, irgendwann. Irgendwann investierst du da die Zeit rein. Ich werde versichern, in 2,5 Jahren noch nicht. Alles okay? Oh, da ist. Ging es ein bisschen bergab wie mit meiner Karriere. Ja, ich wurde leicht angetouched und dann. Du wurdest angetouched? Hm. Ja. Komm, runter mit dir von der Brücke. Oh. Sad.
KI lässt sich nicht so gern von Brücken schieben. Muss ich gleich noch auf Steam gucken, was ich da noch so auf der Festplatte rumliegen hab. Bei Steam. Ist ja auch so einiges. Dann gehe ich durch und guck, was ich deinstallieren kann. Und dann denke ich mir irgendwie so, ja, bestimmt, irgendwann willst du es dann spielen, dann dauert das immer so lange runterzuladen und Bullshit. Das ist so dann dieses typische, wenn du nichts spielst und einfach ein bisschen Langeweile hast, dann gehst du durch Steam durch und denkst dir so, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf keins der Spiele. Und dann spielst du Minecraft oder so. Minecraft ist bei mir ein Spiel, das wenn neuer PC oder PC neu aufgesetzt oder irgendwie so, Minecraft ist das erste, was installiert wird. Es ist das Wichtigste und Heiligste, was es auf dem PC gibt. Das sind bei mir die Resident Evil Teile. Nur ohne Minecraft funktioniert der PC quasi nicht, weißt du? Ah, ein Treiber. Ich emuliere meinen PC in Minecraft. So, was habe ich jetzt alles bei Steam? Alter 4. Among Us habe ich als letztes gespielt, 6. März. Aber gut, das ist so diese ganz kleinen Spiele, okay. Ark habe ich mir mal gespart zu installieren, weil ich habe es das letzte Mal gespielt am 11. Juni für 5 Minuten. Und es ist 150 GB groß. Ark Survival of the Fittest, August, 7. August 2018. Auch nicht schlecht. Ich habe das Spiel damals nicht verstanden. Mir war das Konzept von Battle Royales fremd. Und ich war generell noch ziemlich neu in Ark. Oh. So, Art of Rally, gutes Spiel. Assetto Corsa, auch lange gespielt, aber... Oh Gott, 22. Dezember 2021. So, ACC habe ich ja schon gesagt vorhin. Welche DLCs habe ich? Ich habe das Challengers Pack, das GT4 Pack. Moment, sehe ich das hier auch irgendwie besser? So, List, nee, Browse. Ja. Challenger, GT4. 2020 GT World Challenge und Intercontinental habe ich. Die beiden, die ich nicht habe, sind British GT und American Track Pack. Wobei ich mir die auch irgendwann holen werde und wahrscheinlich nicht spielen werde. S-Turnier habe ich jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Obwohl ich es mochte. Dann Brawlhalla, okay, da kann man mal eine Runde zwischendurch spielen, auch wenn das auch schon wieder her ist. Burnout Paradise, 21. November 2020. Also auch sehr aktiv am Start. Moment. Ist dann als nächstes Business Tour, ja gut, das haben wir vor kürzerem mal gespielt. K-Mechanik habe ich deinstalliert, KX habe ich gespielt, 14. Juli 2022. City Skylines, 22. Mai. Okay, das würde ich sogar noch öfter spielen, wenn ich das Spiel nicht mit Mods komplett kaputt gemacht hätte. Das gleiche auch bei Transport Fever 1, aber jetzt habe ich ja eh 2. Crash Reels ist auch so ein Indie-Game, was man einfach für ein paar MB rumliegen hat. The Escapist 2 ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, ja, vielleicht möchtest du es ja dann irgendwann mal zu Ende spielen. ETS 2 habe ich nicht installiert, whoops. F-
Flatter und Flatter 2 müssen installiert sein. Über das nächste Spiel sprechen wir nicht. Und dann Game of Life ist auch... Keiner spielt mehr Game of Life 1. Oder es spielt eigentlich überhaupt keine Game of Life. Aber ich habe es trotzdem installiert, weil es einfach so ein paar MB groß ist. Weißt du, dann denke ich mir... Einfach drauf haben, falls man... Weil für ein paar MB, dann kannst du es dir auch eigentlich immer runterladen. Ist ja nicht so, dass das ewig braucht zum Runterladen. Das war vielleicht bei mir 2 Minuten. Weil es so klein ist. Garry's Mod genauso, habe ich auch Ewigkeiten nicht gespielt. Golfit habe ich sogar installiert. Achso. Grid 2. Ist auch geil. Bei jedem Spiel in meiner Steam Library, auf das ich draufklicke, steht dann da Steam Cloud out of date. Egal was, immer out of date. Ich habe auch die ganzen Race of Seven Sachen noch installiert. Okay, die hatte ich halt auf der Festplatte, als ich. Ne, die hatte ich einfach nur verknüpft. Jazzpunk habe ich installiert, muss. Das habe ich nicht mehr. Was sind denn so. Hier, Lego Worlds. Letztes Mal gespielt, 2. Oktober 2021. Habe ich auch eine Zeit lang gespielt, so. Und das ist ein Spiel, das ich eigentlich auch nicht schlecht finde, so vom Konzept her. Aber es ist auch so ein Spiel, wo ich mir dann immer denke, nee, kein Bock, die Zeit zu investieren. Ich kann auch einfach Minecraft spielen. Wolltest du Hot Wheels nicht mitmachen, Flopto? Oh. Weil du irgendwie... Oder bist du noch im Konvoi? Nee. Nee, er ist rausgekommen. Nee. Ist verhoben und reißt auf die Wolken. Das Spiel ist abgestürzt. Ah, chillig. Das ist gut. Sag einfach Bescheid. Ich hab seit deiner Aufzählung ins Spiel geladen. Das schenkt dir irgendwann eine SSD. Nee. Midnight Club 2 muss installiert sein. Mini Motor Race hat mir ein sehr netter Mensch geschenkt. So, Hot Pursuit Remastered. Okay, spiele ich. Perfect Heist 2, in letzter Zeit nicht mehr gespielt, aber an sich auch. Planet Coaster auch. Pauli Bridge 1 und 2. Ja, ne. Pauli Bridge 2 habe ich nicht mal angefasst. Pauli Bridge 1 hat mich schon so hart gefickt, dass ich 2 nicht mehr gespielt habe. Portal habe ich installiert. Project Cars 2 habe ich das letzte Mal gespielt. 23. Juni 2021. Aber ich habe es halt trotzdem immer noch rumliegen. Weil ich habe dieses Spiel echt gefühlt und ich mag es auch als Spiel. Aber ich habe halt mit Race Room. Ja, es ist keine Alternative. Es ist ja was anderes nochmal. Aber so, ich hatte einfach in letzter Zeit keinen Grund, Project Cars 2 zu spielen irgendwie. Aber ich will es auch nicht deinstallieren. Kann ich eigentlich? Nee. Race of Seven genauso. Ich habe Race Room, dann brauche ich eigentlich kein Race of Seven, aber Race Room ist der Nachfolger in dem Sinne. Ja gut, Warfare gibt's Sinn. Affector 2. Keine Ahnung. Rock of Ages 2. Richtig. Scrap Mechanic. Habe ich auch nicht mehr gespielt, aber ich habe es trotzdem noch rumliegen, weil ich mir denke, ja, vielleicht willst du da irgendwann mal so ein bisschen was machen, weil es ganz sicher auch ein nice Game ist. Könnte ich aber auch deinstallieren, weil ich das letzte Mal vor 2 Jahren gespielt. Okay, Shellshock habe ich mit Fluffdorf gespielt, das bleibt. Slime Rancher, 2. Juli 2020, das habe ich 2-mal durchgespielt oder so. SnowRunner ist auch so ein Spiel, was ich eigentlich hin und wieder mal wieder spielen könnte. Stickfight kann man immer wieder zwischen Speed Simulator, Tabs. Ultimate Chicken Horse, 21. Dezember 2019. So, 21. Dezember 2019 hat das letzte Mal gespielt, ich hab's trotzdem auf Festplatte. Und halt Worms und Breakfast. So eine Logik gibt's dahinter eigentlich nicht, aber
Kann ich eigentlich, dass die Steam Cloud ist out of sync, kann ich das irgendwie sehen? Achso. Ich weiß. Indem du auf sync drückst. Ich muss auf out of sync drücken. Und dann synchronisiert er. Wait. Hey, Yalox. Well, I pronounced it correct. Complete my collection. Could you buy my... Well, I'm just doing this thing and then stop the stream, but... I mean, like, why do you need me to buy your cars? Oh, because you need money, I guess, right? Alles gesinkt hier. Was ist denn das überhaupt für eine Klasse? S1 Ford. Cool. Was sind das für Felgen? Bursche. Ich finde die ja eher noch mickrig, weißt du? Du wirst doch nicht 13 Zoller da sein. Die sind 15. Die würden gar nicht in meinen Radkasten passen. Wie lange hat das jetzt geladen, Flachtoff? 10 Minuten? Ja. Meinst du, ich kann starten oder braucht dein Spiel noch? Nö, kann nicht starten. Gotta go fast. So, an dem Fluff, was getuned ist oder ungetuned? Irgendwas getuned ist. Imagine this rental car nehmen, Alter. Du fährst die ganze Zeit mit 220. Wäre schon wild. Ich halte mich dran, ich nehme was regelmäßiges. I'm sorry.
Ich hätte es mir denken können. Immer ein Fetter schneller als 220. Lol, what the fuck? Die KI ist bei mir einfach gerade durch den Boden gefallen. So gut, das ist schon mal weg. Naja, irgendwie nicht, aber irgendwo ist sie wieder aufgetaucht. So ein 2017er Ford GT ist für mich schon somit das schönste Supercar, was es gibt, bin ich ehrlich. Und ein GTE ist auch safe einer der schönsten Rennwagen, die es gibt. Naja, da kommt nochmal die KI. Bist du kurz vorm Ziel DNF geworden, Vorschuss? Ja. Ja, dann war's das sogar gut. Er ist zu schnell gefahren. Die sehen wir, da tun wir schon den Gefallen und nehmen Serienautos. Und dann aber ziehst du uns so ab. Ah ja. Da fluff doch nicht mal das Rennen zu Ende fahren. Oh, es tut mir leid. Willst du nicht? Stimmt. Das nächste Mal nehmen wir bei S1 Rennen einfach S2 Autos. Ja. Oder gib mir ein S2 Auto, dann fahre ich bestimmt nicht vorne weg. Du kriegst D. Das ist okay. Und hier baut jetzt die Berge noch nicht mal mit hoch.
Ich musste da ein bisschen mehr bremsen. In der Dashboard-Perspektive sieht das irgendwie wilder. Ich bin heute jetzt, glaube ich, noch nie in der Perspektive. Ja, gut, ich bin generell fast nie in der Perspektive gefahren, weil ich es nicht mag, aber. OP-Linie. Oh, plötzlich eine Kurve. Du bist zu früh eingelenkt. Was geht mit... What the fuck? Ja, ja. Der KI geht's gut. Oder halt auch nicht. 100. Entspannte 2-Minuten-Runde übrigens. Eineinhalb. Ich wollte gerade fragen. Ich überrunde einfach eine KI. Okay, die ist auch stuck bei 230 oder so. Wie schnell darfst du eigentlich fahren, Flochtoff? Ja, kaum. Ja. Höchstgeschwindigkeit im Rennen. Höchstgeschwindigkeit. Mit Booster und 320. Kurze Zeit. Okay, was kannst du so halten? Bergab 260. Ach du Scheiße. Normal 230. Stabil. Ah, da fliegt mein... Aber dafür habe ich das schönste Auto.
Nicht, wenn ich die Delivery auf mein Auto packe. Hab dich getroffen. Was soll denn das denn jetzt? Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Fürst du das hässlichste Auto? So. Du hast Forza-Flügel drauf. Ja, nur am Anfang des Rennens. Da ist was dran. Ich verliere die ja mal absichtlich, damit die drei Vatare sich ihre Reifen kaputt fahren. Aber klappt nicht. Der Bribiheim. Ja, Mann, F-150 Raptor, wir können nicht einen Forsaton machen. Hey. Bin ich denn gespawnt? Achso, ich bin. Oh. Machen wir mal Teleportation zu Tag. Teleportation? Egal. Was? Schon 8 Uhr? Du willst essen, oder? 11, 5 Uhr. Ja, schon fast 8 Uhr. Naja, ne, dann würde ich sagen, sind wir ja durch mit heute. Für heute. Mit Pause. Ich bin durch. Ist aber jetzt auch nichts Neues, ne? Ja, ne? Dann würde ich mal grob überschlagen und sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich denke mal nächste Woche wieder Donnerstag tatsächlich. Ich wüsste nicht, dass was ist. Wenn was ist, dann lasst es euch wissen. Ja, ne? Jo. Klingt gut, oder? Auf jeden Fall. Nee. Du hast ja Donnerstag schon mal gebaut. Dann nur noch einmal schlafen, dann ist Wochenende für mich. Was? Achso, heute, ja. Ja. Nächste Woche, wenn du Donnerstag zu uns auch. Ja, aber für mich nicht. Das ist unfair. Deswegen habe ich ja gesagt, für mich. Mobbing. Vielleicht kann ich mich da auch irgendwie rausluchsen. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo. Und bis demnächst in diesem Theater. Theater? Soll das ein Front sein? Hast du uns? Findest du uns lächerlich? Findest du uns zum Lachen? Manchmal ja, manchmal nein. Alles klar. Und ciao. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Mal. Ciao. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich beende an der Stelle auch mal den Stream so. Ne? Möchtest du noch was sagen? Anscheinend nicht. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.